Hi, so, ich wollte mich mal kurz melden in Sachen Rauhnächte und Tarotkarten und Zukunft voraussagen und auf Zeichen achten. Ich sehe das gerade überall so, diese Art von spiritueller Ansatz, wo wir auf Zeichen hören. Ich sehe das so viel, dieses, oh, ich habe dreimal die Eins gesehen, ich habe dreimal die Neun gesehen, ich habe keine Ahnung, ich habe eine Karte gezogen und die bestimmt meinen Tag. Oder ich habe eine bestimmte Stelle im Buch aufgeschlagen und das ist es jetzt, was heute angesagt ist. Und für mich ist es anders. Ja? Für mich bin ich die einzige Ursache für alles, was existiert. Es ist sozusagen so, dass wenn ich in einem bestimmten Zustand, in einer bestimmten Stimmung bin, dann reflektiert alles im Außen diese Stimmung. Ja? Und das gilt für all die Zeichen, die wir sehen. Es gibt Zeichen, ja, aber die Zeichen gibt es nur in dem Sinne von, wir können erkennen, was wir, in welchem Zustand wir sind, wer wir gerade sind, indem wir betrachten, was um uns herum ist. Und auch eben die Zeichen, ja, dieses willkürliche Buch aufschlagen. Ich schwöre euch, ich mache gerade zurzeit meinen Adventskalender, wo ich jeden Tag etwas vorlese und meine Intention, was ich haben möchte, was ich vermitteln möchte, womit ich inspirieren möchte, trifft genau auf das zu. Ich suche mir bei mir zu Hause Bücher auf, ich schlage irgendwo auf und oh, es ist schon wieder das Thema, egal in welcher Form. Ja? So, für mich ist es vollkommen klar, dass im Außen keinerlei Zeichen existieren, außer ich habe sie geschaffen, um bestätigt zu bekommen, in welchem Zustand ich bin. Ja, das heißt, in welchem Zustand, in welcher Stimmung ich bin, beeinflusst, was ich wahrnehme. Neville Goddard hat immer gesagt, also ich lese mal ein Zitat vor, ich habe es heute eh gepostet, aber das passt so gut. So, wenn du das Gesetz der Annahme anwendest, kannst du deine Zukunft vorhersagen. Spüre, wie eine neue Stimmung in dir aufsteigt. Behalte und nähre sie. Und bald wirst du Menschen treffen, die diesen neuen Zustand verkörpern. Ja, und das kennen wir doch alle. Ja, sobald wir in einem bestimmten Zustand sind, es mag zum Beispiel sein, wow, ich bin so happy, ich bin so fröhlich, ich bin gerade so dankbar für mein Leben, die Welt ist schön. Treffen wir Menschen, die genau das reflektieren, die uns genau das zeigen. Ja, wir haben diese ganzen Trolle plötzlich nicht mehr in unserem Leben, sondern nur noch nette Menschen. Und sogar unbelebte Objekte stehen unter dem Einfluss dieser geistigen Übereinstimmung. Und Neville sagt, in einer gewissen Stimmung ging ich in meine Bibliothek und griff nach einem Buch, das ich seit Jahren nicht mehr in der Hand gehalten hatte. Und als ich es an einer beliebigen Stelle öffnete, fand ich die Bestätigung für meine Stimmung. Das ist genau so. Ja? So, das heißt, die Zeichen sind nichts, wo wir einen Hinweis bekommen, das musst du jetzt tun oder das Universum sagt mir dies oder jenes oder der liebe Gott oder irgendwelche Geistwesen. Nein, wir kreieren das. Wir sind die einzige Ursache für alles. Ja? Die Stimmung, in der wir sind, der dominante Zustand, in dem wir sind, spiegelt sich in unserer Außenwelt. Das heißt, zuerst kommt das Innen, dann kommt das Außen. Ja? In der Rückschau können wir erkennen, welche Zeichen da waren. Aber die Zeichen sind eben nur das, was wir reflektiert haben, aufgrund unserer inneren Stimmung. Ja? Und so für alle, die spielen mit Tarotkarten, mit Astrologie, mit was auch immer, seid euch bewusst, ihr seht das, von dem ihr glaubt, was wahr ist. Ja? Und das, was ihr glaubt, was wahr ist, kreiert euren Zustand. Also die Zeichen kommen nicht und wir folgen denen, sondern wir sind und dann folgen die Zeichen. Das ist so ein großer Unterschied. Und ich ziehe auch gern Tarotkarten. Ich liebe es, ja. Und ich habe schon seit 4 Jahren, glaube ich, mache ich jetzt die Rauhnächte, in der wir jeden Abend in den Rauhnächten eine Karte für den folgenden Monat des Jahres ziehen. Und es ist echt spannend, weil wir haben zum Beispiel für den Dezember den Eremiten gezogen, Lockdown. Ja? Wir haben das ganze Jahr war eine Abfolge zum größten Teil von Karten, die wir normalerweise als negativ bewerten. Aber wir haben diese Karten nicht als Zeichen gesehen, dass es etwas Negatives geben wird. Wir haben diese Karten als Inspiration gesehen für Themen, die in uns noch nicht gelöst sind.
und haben uns dann vorgestellt, wie wir diesen Monat gerne hätten. Und ich schwöre euch, in der Gruppe, zumindest die, die weiter aktiv geblieben sind, die ständig weiter gepostet haben oder mir geschrieben haben, die sich jeden Monat wieder angehört haben, was wir über diesen Monat zu sagen hatten, die haben gesagt, sie hatten ein wundervolles Jahr. Ja, sie haben sich nicht beirren lassen, sie haben sich nicht unterkriegen lassen von all dem, was da draußen war. In unseren Rauhnächten haben wir Karten zur Inspiration gezogen, nicht um unsere Zukunft vorherzusagen. Die Zukunft ist das, was wir kreieren. Die Karten sind nur eine Inspiration. Oh, das ist ein Thema. Interessant. So, wenn ich dieses Thema bereits gelöst hätte, wie würde ich mich fühlen? Und das haben wir in den Rauhnächten gemacht. Und das ist so ein Unterschied von, ja, ich ziehe eine Karte und die sagt mir was Schlechtes und jetzt muss ich Angst haben. Nein, wir sind mächtig. Wir sind diejenigen, die unsere Welt kreieren. Niemand sonst. Keine Karte, keine Astrologie, kein sonst was. Ja? Wir sind die einzige Ursache für alles. Und deswegen können wir spielen mit Karten oder mit was auch immer ihr spielen wollt, was die Zukunft vorhersagen sollte. Aber wichtig ist zu begreifen, dass alles, was ihr seht, auch die Karte, die ihr seht, nichts anderes ist als eine Reflexion eures derzeitigen Zustands. Ja? Aber trotzdem war es geheimnisvoll. Es war wirklich jetzt so in der Rückschau, war es geheimnisvoll oder interessant, welche Karten wir für jeden Monat gezogen haben, wie passend die waren, wirklich auch den ersten Lockdown, haben wir quasi vorhergesagt durch die Karten. Das heißt, unsere Intention muss gewesen sein. Wir wollen wissen, was ist, und wir wollen in der Lage sein, darauf zu reagieren. Ja? Die Tarotkarten spiegeln uns nur in unsere Intention wider, und dafür habe ich so viele Beispiele. Ja. So, also wenn ihr mit Karten spielen wollt, macht das, ja? Habt Spaß damit, zieht, aber seid euch bewusst, die Karten sind nicht zuständig für die Zukunft. Ihr seid es. So, ich mache dieses Jahr natürlich wieder Rauhnächte. Wir sind schon ganz viele Leute in der Gruppe und Astrid, du schreibst, du freust dich schon riesig. Ja, das war jedes Mal wieder cool. Also, was wir tun werden, wir ziehen eine Karte für den jeweiligen Monat des nächsten Jahres. Dann reden wir drüber, was diese Karte besagt. Und ich benutze das Druidcraft Tarot, das einzige, was ich richtig mag. Und dann nehmen wir diese Karte als Inspiration und fragen uns, wie hätten wir diesen Monat gern? Was möchte ich mir vorstellen? Wie möchte ich mich fühlen in diesem Monat? Und dann machen wir eine kleine Meditation zu diesem Thema. Und wie gesagt, also wir alle, die wir bei den Rauhnächten dabei waren letztes Jahr, wir sind gut durchgekommen, oder Astrid? Wir hatten es fein. All das, was im Außen war, hatte wenig Bedeutung. Wichtig war das, was in uns ist, was wir uns vorstellen, was wir wollen. Und nochmal, Neville Goddard sagt, wenn du das Gesetz der Annahme anwendest, kannst du deine Zukunft vorhersagen. Spüre, wie eine neue Stimmung in dir aufsteigt. Behalte und nähre sie. Und bald wirst du Menschen treffen, die diesen neuen Zustand verkörpern. Sogar unbelebte Objekte stehen unter dem Einfluss dieser geistigen Übereinstimmung. Das ist es. Alles um uns herum, belebt oder unbelebt, steht unter dem Einfluss unserer geistigen Haltung. In welchem Zustand wir sind, bestimmt, was wir erleben. So, und deswegen sind die Rauhnächte für mich, diese stille, dunkle Zeit, immer eine Zeit, in der wir bestimmen, in welchem Zustand wir sein wollen und deswegen bestimmen, was uns geschehen wird. Und denk daran, wir können die Ereignisse im Außen nicht beeinflussen, alles Mögliche passiert, aber das ist vollkommen gleichgültig. Wichtig ist, wie wir darauf reagieren und welche Bedeutung wir dem geben. Und wenn wir beständig in unserem erwünschten Zustand sind, das, was wir haben wollen, wird sich unwillkürlich in unserem Leben genau das zeigen. Dieses Gefühl, das wir anstreben, dieses Gefühl, das wir bereits jetzt als real fühlen, wird sich weiter und weiter manifestieren, völlig unabhängig von den äußeren Umständen. So, wenn ihr Lust habt, ich poste den Link zu den Rauhnächten unter diesem Video und freue mich, wenn
ein paar dabei sind, die jetzt noch nicht dabei sind. So, habt einen wunderbaren Abend.